Hallo meine Lieben, ja, ich hatte euch in meinem Blumenvideo versprochen, dass ich euch nochmal einzelne Videos zeige, wo ich Blumen bastel. Ich habe mir jetzt mal ein paar Blümchen rausgesucht und die werde ich nach und nach mit euch basteln. Heute werden wir diese zarten Blümchen basteln. Die sehen jetzt ein bisschen verwurstelt aus, aber wenn sie in der Vase sind mit ein bisschen Grün, sieht das echt toll aus. Ja, und ich zeige euch, was ihr dazu benötigt. Ihr braucht Krepppapier, ihr braucht Blumendraht oder ich habe hier zum Beispiel diesen Basteldraht genommen und mit grünem Krepppapier einfach umklebt. Ihr braucht so eine Schablone. Die könnt ihr euch in der Größe, wie ihr die Blüte haben wollt, einfach schneiden. Ihr braucht etwas, wo ihr die Blüte eventuell, wenn ihr das möchtet, mit einfärben könnt. Und wir brauchen eine Klebemaus. So, und wir fangen einfach mal an, indem wir uns unser Krepppapier nehmen und uns ein Stück abschneiden. Wir brauchen 5 Blütenblätter, aber wenn ihr mehr haben wollt, dann könnt ihr natürlich auch mehr schneiden. So, das falten wir dann so zusammen und ich falte mir dann einfach auch meine Schablone, lege die hier auf und schneide dann einfach hier drumherum. So. Und hier unten müssen wir halt diesen Pinsel haben. Der sieht bei mir jetzt ein bisschen komisch aus. Da muss ich noch mal kurz. Genau. So. So. Und dann habt ihr diese nicht so wunderschönen Blätter. So. Wir brauchen halt hier unten diesen Pinöpel. Diesen kleinen Stiel, weil dort die Blüten zusammengeklebt werden. So, ihr schneidet euch eure Blütenblätter jetzt einfach so in Form, wie ihr sie haben wollt. Jetzt habe ich einen kaputt gemacht. Ach ja, der Vorführeffekt, ne? So. Genau. Dann haben wir unsere Blütenblätter und davon brauchen wir erstmal 5 Stück. Na, die hängen hier noch zusammen. Ja, manchmal sind sie noch nicht ganz durchgeschnitten. Dann gehen wir einfach noch mal kurz, zack, mit der Schere. 2, 3. Und 5. So. Da habe ich das abgeschnitten. So. Das ist auch nicht ganz so schön. Naja, aber das wird schon gehen. Dann nehmen wir uns unseren Distress-Oxidkissen und färben einfach die Blütenblätter so ein bisschen ein, damit sie so ein bisschen einen Farbverlauf bekommen. Das sieht natürlich am Ende etwas natürlicher aus. So. Das haben wir auch. Dann nehmen wir unsere Blütenblätter und ziehen die ganz vorsichtig so ein bisschen auseinander, damit sich das Blatt, seht ihr das, so ein bisschen nach innen wölbt. Aber ganz vorsichtig, sonst haben wir das Blatt nämlich zerrissen. So. Dann nehmen wir uns unsere Klebemaus und da müssen wir echt aufpassen und ganz langsam, weil sonst zerreißen wir uns unser Blatt und kleben die Blätter wie ein Fächer aufeinander.
Immer vorsichtig mit der Klebemaus. Ihr könnt natürlich auch Nasskleber nehmen. So. Muss ich mal schauen, ob ich noch ein Bild blende. Und das letzte, ich glaube, das klebt noch genug. Genau. Und dann haben wir, nee, das klebt nicht. So. Dann haben wir unsere Blätter so aufeinander geklebt. Jetzt brauchen wir unseren Stängel. Und zwar geben wir auch hier auf den Stängel oben einfach von dem doppelseitigen Klebeband oder von der Klebemaus und wickeln jetzt langsam unsere Blätter um den Stängel. Oh, ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen, was ich gemacht habe. Aber wir machen noch eine Blüte. So, ein bisschen andrücken. Und schon haben wir unsere erste Blüte fertig. Und ihr seht, das ist eine ganz zarte, feine Blüte. Ich finde sie echt schön. So, und weil es so schön war, machen wir das Ganze natürlich nochmal ganz schnell. Also, wir schneiden uns unsere Blütenblätter zurecht. Zack, zack, zack. Ihr könnt die Blätter natürlich auch einzeln schneiden, aber so geht's für mich schneller. So, drumherum schneiden. So. Eins, zwei. Drei, vier. Und Moment, Nummer 5 war jetzt nicht so toll. Nummer 5, genau. Dann nehmen wir uns wieder unser Oxidkissen, färben das Ganze ein bisschen ein. Ihr könnt natürlich jede Farbe Blütenblätter nehmen, also was euch gefällt. Und dann wieder vorsichtig auseinanderziehen. Und ich glaube, ich nehme jetzt echt mal ein Tröpfchen, wirklich nur ein Tröpfchen Nasskleber. Wirklich einfacher als mit der Klebemaus zu hantieren. So, und dann gehen wir hier wieder ein bisschen Kleber drauf und kleben das Ganze hier
den Stiel herum. Ich glaube, das ist ein bisschen. Tiefer rein den Stiel. Dann funktioniert das besser. Aufrollen. Und genau. Und wenn ihr das habt, sieht eure Blüte so aus. Ja, da das aber jetzt alles so ein bisschen nackig dann aussieht, habe ich mir überlegt, wir nehmen uns mal einen. Einen grünen Cardstock. So. Den wir dann einmal ja, wir hätten ihn auch falzen können, dann wäre er nicht so zerknöselt, aber gut. In der Mitte falten. Oder besser durchschneiden. Ja. Kann man auch mit dem Falzbrett machen, aber wir machen das jetzt einfach mal so. Zack. Und dann falten wir ihn noch einmal der Länge nach. Nehmen uns einen Bleistift. Und zeichnen uns ein Palmenblatt auf. So. Das schneiden wir uns dann natürlich auch aus. So, dann nehmen wir uns unser Falzbein und ziehen das Ganze hier ein bisschen raus. Hier muss die Spitze ein bisschen. Dann legen wir unsere Blüte hier rein und kleben das unten einfach zusammen. Oder wir machen noch ein zweites. Dann ziehen wir das hier auch raus. So. Und dann noch ein zweites dazu und dann hat man ein schönes Bild. Ich würde das jetzt so machen und das hier einfach so ein bisschen, da ich ja Draht drin habe, kann ich die Blüten ja ein bisschen nach vorne knicken. Dann würde ich das hier unten einfach zusammenkleben.
Und schon hat man eine schöne Deko. Ich klebe mir das jetzt mal eben flott hier unten zusammen. Ups. Vielleicht ohne das Blatt kaputt zu machen. Und schon hat man eine super süße Deko. Hier vielleicht noch ein bisschen gekürzt. Jo, die könnte man sich dann so hinlegen. Man könnte sie aber auch in eine Vase stellen. Genau. Ihr Lieben, ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Ich werde nach und nach immer mal wieder ein Blütenvideo hochladen, bis ihr dann irgendwann auch einen richtig tollen Strauß zusammen habt oder genug davon habt. Ihr Lieben, damit verabschiede ich mich und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.